Kinos und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, der Ballenpresser ist gerade fertig geworden, deswegen habe ich mir die schon mal angehängt und bringe den einmal kurz zurück zum Hof. Dann werden wir Ballen sammeln gehen und ja, alles weitere, was sonst noch so anliegt. So, auch heute wieder ganz kurz der Hinweis, am kommenden Samstag von 12 Uhr bis Mitternacht werde ich einen 500 Abonnenten Special Livestream, 12 Stunden Stream machen. Wer möchte, gerne vorbeischauen. Wir werden ein bisschen LS19 zocken, wir werden ETS2 zocken, WoW wird dabei sein, teils Single, teils im Multiplayer, also schaut rein und wer möchte, kann selbstverständlich auch bei den Multiplayer-Geschichten mitmachen. Also nochmal Samstag 12 Uhr bis Mitternacht. So, und jetzt geht's aber hier weiter. Wir machen die Presse einmal schnell sauber, wenn wir schon hier einen Kercher stehen haben. Die sieht ja auch ein bisschen gebraucht aus, würde ich sagen. So, gucken wir, machen wir mal hier so ein bisschen den Pickup hier unten. Hier vorne ist dreckig. Ja, komm, guck mal. Die glänzt doch schon wieder. Das sieht doch schon gut aus. So, dann, wenn wir ihn hier stehen haben, machen wir das Traktörchen auch gleich mit. Die schönen Trelleborg-Reifen. Das Gewicht auch. Das sieht versifft aus hier. Das ist ja der Wahnsinn. Na komm. Das muss da auch weggehen. Hallo. So, gut. Passt. Dann stellen wir die Presse einmal hier kurz ab. Ach, guck mal, da ist unser Abfahrer auch gerade unterwegs. Das ist doch toll, wie das hier Hand in Hand läuft hier auf unserem Hof. So, machen wir den mal aus. Dann brauchen wir, genau, die Geschichte hier. Ach, jetzt haben wir gar nicht, doch, das will ich aber ganz schnell machen. Ich will wissen, wie viele Ballen das gewesen sind. 79. Ja, also haben wir quasi von den beiden Wiesen knapp über 200 Ballen. So, lädst du auch bitte auf. Das ist doch mal eine Hausmarke, würde ich mal ganz grob behaupten. Gucken wir mal, dass wir möglichst schnell hier alles voll bekommen. Der Drescher ist voll, dann hoffe ich mal, dass der Abfahrer bald dahin kommt. So, ich muss mal hier ein bisschen weiter raus, damit ich sehe, wie viel wir da noch drauf bekommen. So. Thema beantwortet, wir sind voll. Ja, hoffen wir mal, dass kein Auto kommt. Augen zu und rüber gekreuzt. Ja,
schmeißen wir die auch da unten irgendwo einfach ab, wo Platz ist. Wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen Chaos da verursacht. Ist nicht so gut. Oder wir schmeißen sie einfach mitten auf den Haufen mit drauf. Nee, wir machen das anders. Die Silos gehören uns zwar eigentlich gar nicht, aber wir stellen die jetzt doch einfach da rein. Mal fahren wir hier vor. Schieben das ein bisschen rüber. Zack. Dann müssen wir nur einmal schön ausholen. Wir können ja mal hier schnell ein bisschen aufräumen. Tun wir die mal hier einsammeln. Ja. Na. Wird das jetzt noch was? Noch mal eine Runde fahren. Voll. Kriegen wir die? Da drüber ist es blöd. Das ist halt der Vorteil dieser Autoload-Geschichten. Wir können halt relativ weit rüberschieben. Dann machen wir das so. Zack, da haben wir die Ladung da drüben stehen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, die in die breiten Silos reinzupacken. Da hätten wir links und rechts stapeln können. So, jetzt fahren wir aber erstmal zurück hoch, sammeln den Rest ein. Gucken wir mal, dass wir das auf jeden Fall heute fertig bekommen. Und mit ein bisschen Glück wird der Drescher ja auch fertig heute. Dann haben wir wieder einiges geschafft. So, dann gucken wir mal, dass wir das jetzt alles rucki zucki da eingesammelt bekommen. Ja, es dürfte aber mal überlegen. Wir hatten 27, 20. Ja, das wird nicht mit einer Tour ausgehen, habe ich irgendwie das Gefühl. Da werden wir wohl noch zweimal runterfahren müssen. Naja, aber ist ja egal. Es bringt sehr gutes Geld und das ist die Hauptsache für uns. Mal, komm mal, hier liegen so vier Stück schön in einer Reihe. Zack, zack, zack. Und den da noch. Das wäre beinahe schief gegangen. Da wird schon wieder ein fast voller Korntank gemeldet. Ja, die laufen da drüben. Ups. Jetzt ist der weggerollt.
jetzt hier den äußeren hier noch weg. Wie sieht denn das aus? Wir haben noch Platz für 2, 4, 6, 7. Na, geht sich nicht aus. Habe ich mir doch beinahe gedacht. Aber wenn wir wenigstens hier den oberen Teil wegbekommen, wäre das schon mal sehr gut. Aber das müsste reichen. Da ist jetzt keiner mehr. Das heißt, wir haben den einen, da hinten im Gebüsch liegt einer, den wir da vorhin weggekickt haben. Södele. Und dann den einen hier noch. Ja, und schon wieder voll. Weiter geht's. Ich sehe kein Auto, sehr gut. So, während wir hier runterfahren, können wir mal ganz kurz in unsere Tierübersicht reinschauen. Ja, da wird es langsam weniger. Stroh ist genug da, aber es ist halt hier das Futter. Ja, da müssen wir wirklich rangucken. Was wir nachher auch mal überlegen könnten, ob wir uns noch irgendwo vielleicht eine Kartoffelernte-Mission mal raussuchen. Wobei wir haben keinen Kartoffelernte. Und ich mache ja Mission nur, streichen. Den Kommentar einfach streichen, machen wir nicht. Dann haben sie halt eine Zeit lang keine Kartoffeln. Und ja, dann ist es halt so. Oder Zuckerrüben oder wie auch immer. Oh, hä? Wieso? Habe ich das eben richtig? Wieso halten die nicht? Hä? Habe ich jetzt hier Ballen verloren unterwegs? Hallo? Ich hatte doch die mit Autoload festgemacht. Oh nö, jetzt muss man den ganzen Weg zurückfahren und Ballen einsammeln. Oder wie? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe die doch nicht abgeladen. Ich habe eben nur so im Rückspiegel da was rosanes Purzeln gesehen. Oh Mann. Andi hat Arbeit außerplanmäßig beendet. Andi, was machst du da? Sollten wir uns vielleicht angucken, was der Andi da getrieben hat. So, aber erstmal hier. Der hat nur hier. Guck mal, hier ist so schön kompakt. Gut, das machen wir gleich. Wir wollen gucken, was der Drescher hat. Ach, der ist wieder hier, wo es nicht geht. Ha! Das ist wieder. Gut, dann müssen wir wohl hier mal selbst weitermachen. Lass uns mal GPS kurz einigermaßen in unsere Furt einstellen, damit das passt. Dann dreschen wir halt hier den Rest, die anderthalb Bahnen, schnell selbst. Dann kriegen wir das zumindest fertig. Dann werden wir halt mit den Ballen heute nicht durchkommen. Das müssen wir dann nächste Folge machen. Aber so ist dann wenigstens hier ein bisschen Abwechslung noch drin im ganzen, in der ganzen Folge von heute. Wir haben noch 4 Minuten. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, guck mal an.
werden wir das mit dem Schwader einmal morgen ausprobieren. Dann lassen wir nämlich hier einmal komplett das Feld schwaden und können dann automatisch das Stroh auch einsammeln. Weil wir haben ja aktuell einen relativ kleinen Ladewagen nur. Und da müsste ich dann vermutlich irgendwie 30, 40 Mal vielleicht fahren. Und um das ein bisschen zu unterbinden, machen wir das dann eben auch alles vollautomatisch. Ich hoffe ja mal, dass das dann mit dem Mohnernten besser klappt, da drüben auf der 1. Weil sonst haben wir da ein richtiges Problem. Ne, was leckst du hier gerade so? Sind doch gar keine Fehler da. Hallo, was hast du denn? Immer so ein Mikroruckler. Ach, der Abfahrer kommt. Höre ich gerade so im Hintergrund. Ich glaube ja nicht, dass wir das heute noch schaffen werden hier, dann werden wir wohl morgen hier auch noch mal ran müssen. Aber das soll jetzt nicht so das ganz große Problem werden. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch von der Breite der letzten Bahn sich nicht ausgeht mit der Breite unseres Schneidwerks. Ich denke, da werden wir dann noch mal runterfahren müssen. Ja, auf jeden Fall machen wir einfach so weit wir kommen halt. Und der Rest geht dann in die nächste Folge mit rein. Ja, ich habe es gehört, dass wir am Feldrand sind. Ich habe es gesehen. So, hopp, Strohauswurf, Ende. Ja. Ja, sag ich doch, dass das nicht passt. Ja. Oder? Ja, doch, gerade so. Alter, alter, alter. Und, boah, jetzt drischt er hier schon wieder nicht. Versuch mal, ich weiß nicht, vielleicht hat das mit dem Feldrand hier zu tun. Nee. Nee, gut, dann würde ich sagen, wir lassen einfach dieses Stück hier gut sein. Ich lasse ihn jetzt einmal hochfahren, vielleicht kommt noch ein bisschen was weg, ansonsten wird das hier einfach untergepflügt. Ne, warte mal. Ein Test will ich machen. Ein Test. Quer geht es. Und wenn das jetzt runter zu es auch geht. Man sieht, es ist merkwürdig. Aber dann würde ich sagen, machen wir das dann doch nächste Folge noch schnell fertig. Ja, da geht es wieder nicht. Nee, wir lassen das. Wir lassen es einfach. Ich will mich da jetzt nicht weiter mit rumärgern. Wir tanken den noch schnell ab und dann war es das hier. Und dann war es auch das mit der Folge von heute. Dann, ja, verabschiede ich mich schon mal für heute von euch. Morgen geht's dann wie gehabt weiter. Also schaltet wieder ein und hallo, wieso fährst du jetzt weg hier? Ja, gut. Morgen geht's weiter. Bis dann und tschüss.